In diesem Abschnitt wollen wir Sie in die Kultur der integralen Planung einführen. Sie werden sagen, integrale Planung, was ist das? Integrale Planung ist etwas, was es seit 2000 Jahren gibt. Wenn wir heute über Lebenszyklus oder nachhaltiges Bauen reden, dann ist das ein Begriff, den Vitruv vor 2000 Jahren mit drei Kriterien wunderschön beschrieben hat. Das erste Kriterium ist Utilitas. Utilitas heißt nichts anderes, als dass das Gebäude einem Zweck dienen muss. Das zweite Kriterium heißt Firmitas, heißt nichts anderes, als dass ein Gebäude mit möglichst wenig substanziellem Aufwand, mit möglichst wenig Ressourcen, möglichst lang diesem Zweck dienen kann. Und das dritte heißt Venustas. Und Venustas ist nichts anderes, als dass ein Gebäude schön zu sein hat, ein Gebäude unser Herz, unser Leben zu erfreuen hat. Und meine Damen und Herren, es hat 2000 Jahre gedauert, dass wir mit technokratisch-nordischen Begriffen hier plötzlich sagen, ökonomische, ökologische und soziokulturelle Nachhaltigkeit. In Wirklichkeit ist es genau dasselbe. Und um das zu erzielen, brauchen Sie integrale Planung. Und integrale Planung heißt nichts anderes als jene Form der Planung, die der Rest der Industrie schon längst macht. Dass Sie nämlich am Beginn des Planungsprozesses erstens wissen, was für eine Anforderung Sie haben und zum Zweiten all jene Kompetenzen, die zu dieser Planung beitragen können, zugleich simultan auf gleicher Augenhöhe miteinander in den Planungsprozess einsteigen lassen können. Sie werden mir jetzt sagen, na, das ist eh klar, für den Bau ist es eben nicht klar. Für den Bau ist es immer noch ein sehr abteiliges Geschäft, dass zuerst ein Architekt kommt, dann mehrere Monate, nachdem das Haus weiß, wie es auszusehen hat, kommt ein Tragwerksplaner dazu, weitere Monate kommt ein Haustechniker dazu, um alle jene technischen Notwendigkeiten auf dieses Haus aufzupfropfen, um dieses Haus bewohnbar zu machen und so weiter, bis das Haus fertig ist. Wir haben viele Beispiele in der Industrie, dass das vor 30, 40 Jahren genauso war. Die Automobilindustrie hat in den 60er Jahren und noch 70er Jahren bis zu 65 Monate gebraucht, bis aus der Idee eines Autos ein Auto entstanden ist, das auf die Straße gekommen ist. Heute dauert dieser Prozess zwischen 14 und 16 Monaten. Und er ist natürlich um ein Vielfaches produktiver als die damaligen Prozesse. Und warum? Weil physisch plötzlich in Projekthäusern, in Projekträumen alle jene Kompetenzen, die notwendig sind, um ein Auto zu entwickeln, auf gleicher Augenhöhe in einem Team simultan an einem Tisch arbeiten. Und zu diesem Thema müssen wir auch beim Bauen wiederkommen. Wir hatten dieses Thema bis ins 19. Jahrhundert. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die Ingenieure und die Architekten plötzlich auseinanderentwickelt und haben nie mehr zueinander gefunden. Und es ist heute ein Ergebnis auch der Ausbildung unserer Hochschulen, dass wir auf der einen Seite die schwarzgewandeten Architektenkünstler entwickeln, auf der anderen Seite die rechnenden Ingenieure und auf der dritten Seite die im Excel-Sheet sich verheddernden Ökonomen. Es muss uns wieder gelingen, diese Gruppierungen alle am Beginn zusammenzubringen und zum gemeinsamen Arbeiten zu bringen. Das ist die neue Prozessbeschreibung der integralen Planung. Diese integrale Planung und diese Kultur der integralen Planung ist übrigens auch die Voraussetzung, dass wir die neuen Hilfsmittel, und es sind nichts anderes als Hilfsmittel, die uns die IT-Industrie zur Verfügung stellt, endlich einsetzen können. Building Information Modeling, BIM, ist ein Modewort geworden, das eigentlich nur ein Werkzeug ist. Ein fantastisches Werkzeug,
Ein Werkzeug, das uns in die Lage versetzt, bevor der erste Ziegelstein gesetzt wird, ein vollkommen virtuelles Haus in all seinen Ausprägungen darstellen zu können, bis hin zu seinem Betrieb. Das heißt, alle Fehler, die ich dann in der Errichtung des Hauses oder im Betrieb des Hauses möglicherweise mache, kann ich in einer virtuellen Welt simulieren und sie möglicherweise ausmerzen. Aber der Einsatz dieses Werkzeugs ist nur möglich, wenn ich diesen interdisziplinären, integralen Planungsprozess mache. Und dieser integrale Planungsprozess ist nicht von heute auf morgen erlernbar, weil er eine kulturelle Veränderung der Herangehensweise an das Planen ist. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch eins sagen. Das beste integrale Planungsteam ist verloren, wenn nicht die zwei vorhergehenden Phasen, die Sie bereits gelernt haben, nämlich die Strategiephase und die Initiierungsphase, nicht so präzise abgeschlossen ist, dass ohne das an den Bau zu denken, der Auftraggeber, der Bauherr, genau definiert, was er haben will. Wir nennen das Bestellqualität. Und jedes integrale Planungsteam ist gut beraten, als erste Frage nach Erteilung des Auftrags den Auftraggeber nach einer präzisen Bestellqualität seines zukünftigen Hauses zu fragen. Und dann fallen alle Dämme und alle möglichen Spezialisten sitzen an einem Tisch und werden ein fantastisches Produkt entwickeln. Last but not least hat das nicht nur eine kulturelle Veränderung, macht das nicht nur eine kulturelle Veränderung notwendig, sondern natürlich auch eine Veränderung unserer vertraglichen Beziehungen. Wir in der IG Lebenszyklus haben es geschafft, die bestehenden Leistungsbilder, die heute alle parallele, vertikale Leistungsbilder sind, die Architekten, die Tragwerksplaner, die Haustechniker, die Brandschutztechniker etc. etc. nach den einzelnen Phasen erbringen, einer nach dem anderen im Vorentwurf, im Entwurf, in der Einreichplanung, parallel ihre Ergebnisse. Und diese Funktion, die ich Ihnen im Kapitel 2 dargestellt habe, nämlich die Prozessführung Planung, kommt nirgends vor. In Wirklichkeit ist die Zukunft ein einziges Leistungsbild, das wir nennen Prozessführung Planung. Und diese Prozessführung Planung ist verantwortlich dafür, dass wir in jeder Phase durchgängige Ergebnisunterlagen bekommen, egal wer diese Ergebnisunterlagen beiträgt. Und Sie werden sehen, wenn man diese Systematik anwendet, wie viel Redundanzen Sie da zwischen den einzelnen Spezialisten haben. Und um diese Redundanzen auszuschließen, ist ein Leistungsbild oder eine Honorarordnung, die wir irgendwann einmal einsetzen werden, die sich nur mehr an Ergebnissen in den einzelnen Phasen orientiert. Und Ergebnisse sind die Voraussetzung dafür, dass man in der jeweiligen Phase planen, ausschreiben, bauen kann, dass das der Schlüssel dazu ist, um in eine neue, zukunftsorientierte Planungskultur zu kommen.